bei Friseur. Ja? Ja. Wo er am Ball tobt, auf Stell? Nee. Ich bin ganz traurig, Olsen. Mama, ja? Das ist der Buch, dass ich Olsen ganz traurig war im Ei. Ja, warst du Olsen ganz traurig? Bei Friseur. Ja. Wie holst du ganz eigentlich? Ich bin ja 1967 eingeschult worden und da war die Tendenz eine Sprache. Tut es euren Kindern nicht an, eine Sprache. Und es war ganz klar, wenn da die Rechtschreibung nicht richtig war oder die Satzstellung nicht richtig war, es war das Friesische schuld. Es war immer, immer unterschwellig, siehste, deine Eltern tun dir etwas an. Nie, es ist etwas wert, sondern sie tun dir etwas an. Ich hatte jetzt mit meinem Drehen Söllringsnagert. Und da Herr Jens Sertome ist mein Vormann, der der wäre. Ob Dützken, wenn Dützken. Sprich bitte mit ihr Deutsch. Sie hat uns gerecht, der Mogel. Ja, sei, du weißt nicht, ob sie richtiges Deutsch lernt. Ich weiß es von da und da und die hat kein richtiges Deutsch gelernt. Und da ist es vielleicht besser, du sprichst mit ihr Hochdeutsch. Ein Hocken, wie das zählt? Das will ich auch sehen. Also niemals mit den Familien? Nein, wenn Freeman. Und ich habe das mogert. Und das ist der größte Pfeil, was ich mogert habe. Ich üb hem Jachto en Dützk mit meinem Jungen der Stangerto. Weißbale, dort Familie in Nordfriesland von Plottisch und die Fries zu Huchtisch orgingsam, jeftet Noge. Außer gibt auch Dilling noch Familie, wat bei Jahresbrecke beibladen sind. Fjor Familie, man hat Friesen Edergrün, waren wir uns näher ankicken. En, ein Vorwissen von der Flasche Rettich, vertelt auch wat am Haar hervorringe. Hier richtig in Gang jeden Morgen. Aber keine Schulter doch gut gerade morgen oder so, oder? Ja, das stimmt. So, das werden wohl locker 5 Meter Tein, nur wie ein Stückchen von Afträgen. Fast 5. Das wäre jetzt der dritte, ne? Ja. Thorsten Hansen kam von Ridder bei Breglem und boget mal Familie in SD Slaswig. Sansan Rune, als Matwilven ihr Billy Grott vor sin Oller, in die hier bei Witz springen, zu der Beste in sin Ollers Klass wird entzählt. Du kämst, perfekt kämst du auf Brett hin, weil wir genau da, wo du landen schuss. Mhm. Das Moosgummi hast du nicht droppen. Der Hansens boge aber holen. Dort ist ein Port von SD Slaswig, wat morst als ein Torp vor am Silif as. Thorsten sind wirf Maike as hier abwüchsen. Ha Familie hier tut der Üle Holmers. Tradition spalt aber Holm in Grund Roll. Moin! Amans zu lugen, wat, ja, überschuchtet üt. Und dann habe ich gemacht, dass die ganzen Argumente, was die Versnacker tatsächlich fertig mit Jotus snacken, einfach alles, was ja, so mit Hacht zu tun hat. Also, das Minzbrick ist, das mit Fährverband, das ich das Hals snacke, ich denke ja auch völlig fertig. Und mir ist auch gesagt worden, wenn ich fertig snacke, habe ich ganz aller Stem. Und ja, das alles, was so mit zu tun hat. Und naja, dann wie eben die Überlegung, ich sah aber ein Fressklon, was mache ich? Mein Mann kann nicht ein Snacken. Und letzten Endes halt mir dann aber die Tour ins Gier ist einfach minzbrig mit meinen Jungen zu snacken, egal wo ich wenne. Und ich habe das auch echt eingereuert, muss ich sagen. Ich fühle mich immer gut. Ja, ich liebe, wenn ein Idealismus muss. Das war in der Bjarne um morgen. Und ich lief dann, wusste alles so ertrügen. Ich lief dir frisch morgen mit Schallall
Das schon einfach das Gefälle gewesen. Das ist wie so ein Bian einfach alte sensibel und wenn er dann auch weiß, wie alt er ist. Wenn er dann nicht Idealismus machen würde, das würde alle, das würde ich gucken. Wenn du das erste Hoch machen würdest, und du erlaubst dir das, also ich wollte das nicht so und so mal, und dann begannst du mit einem Baby zu snacken, und die kämpft ja nichts zurück. Du snackerst und snackerst und dann dürret am bei 8 Uhr und dann kommt... Norbert's Freunde irgendwie reagiert, dass sie ihm verzeiht haben oder war du was zeigt, dann sagen sie, oh wie schön, oder von der Ugnik auch reagiert. Doch schon, in den Norbert-Shop hier bei Holm, da war du doch wirklich viel plötzlich noch schnackt. Auch mit den Kindern war hier noch plötzlich schnackt, vor allem die Öllerin schnacken gerade ohne, auch weil sie wissen, dass die plötzlich schnacken, da halt auch gern immer plötzlich an, auch ganz selbstverständlich. Aber so viel mit anderen Kindern glaube ich gar nicht so, ne? Nee. Wir haben auch mal so eine Lesung hier bei Holm, wenn wir extra Applaus kriegen durften für das, wie Plattdeutsch schnackt haben. Stimmt. Das wird dann schon erschreckend fast. Ja, weil das für uns so selbstverständlich ist. Ja. Ja, du findest das erschreckend? Also das sieht dann so gut, als wenn das noch ein Exotikum ist? Oder was meinst du mit erschreckend, Rune? Ja, also als wenn man so was ganz Außergewöhnliches ist. Also. Für uns ist das ja total natürlich, dass wir miteinander schnacken, weil wir extra Applaus dafür kriegen. Also davon nicht. Komisch. Wann so der Tor bleibt, dann morgen natürlich auch der Vögter wie frisch. Ich snacke ja, weil ich jede Tit, morgens wie jede Tit oder wie eine snacke. Dann zu fällt natürlich auch noch das wie frisch snacke. Ich war noch der beim Springen auf dem Tor, dann wird fragen, ach, sie sprechen noch Friesisch. Wie schön. Dass du hier machst. In den Wilms kam dann noch so, dass dann in Warschule waren, Tave und Öf, als sie jetzt in meine Bianischen kamen, dann schaltet haben noch andere, dass man das in Krankheit ist. Andere sind wieder so, oh ja, was fein, dass du noch frisch machst mit den Bianen. Hier, ich ja jüttet auch den Moment Bianen aus Nö, als das einmal so, und ich präve noch, aber in Silber. Also Freunde und Bekanntenkreis ist überhaupt kein Problem. Die verstehen es natürlich nicht, das ist ein bisschen problematisch. Probleme gab es höchstens mal im Kindergarten, weil die Erzieherin dort meine Frau gebeten hatten, Deutsch mit den Kindern zu sprechen, weil sie selbst die Sprache nicht verstehen. Und die hatten dort irgendwelche Verschwörungstheorien oder dergleichen im Kopf, was denn dort wohl Geheimnisvolles über sie eventuell gesprochen wird, was natürlich nicht der Fall war. Also das war das einzige Mal, dass wir überhaupt ein Problem hatten in der Richtung. Also, dass wir so, dass Erzieherin eben dann mehr Finger hier, dass ich verring mit meinen Jungen snacke. Und hat kam dann, als ihn da, ich mit einmal in der Situation, als ich ja dann ans Handbruch habe, über mich und sagt, ich möchte nicht mehr, dass sie Friesisch mit ihren Kindern sprechen. Ich möchte, dass sie Deutsch sprechen. Und hat gesagt, warum? Und sagt, ja, ich weiß ja nicht, was sie da über mich reden. Ich kann einmal so höher reagieren, da ich dann einfach totklappert. Aber ich dachte, ich kann nur ein Wort, wie es hat, so was dumm ist. Und habe dann einfach argumentiert, dass ich ein Ohr am Snack ist, sondern dass ich einfach mit Mama sprich ist. Und dass ich gerade alles kann, ist mit meinen Jungen fertig zu snacken. Das ist ja so, als wenn ich immer mit meinem Arsch einmal fertig snacken würde. Und das kommt einfach ein. Ja, das scheint so gut, wem es auch so gut hier in Rissen, wenn ich alle tucht hätte. Da dann manche dann Eisenwiese, dass es frisch ist. Dann frage ich Eva, oh, was sprechen Sie denn da? Ach, Friesisch? Ich dachte, das wäre Dänisch gewesen. Da wiese dann Samwiese.